Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Transference. Wir sind jetzt in der Wohnung angekommen, der Haze, und wir hatten in der letzten Folge eine Videokassette gefunden. Die würde ich mir schnell angucken noch, bevor wir hier in der Wohnung ein bisschen rumgucken. Und das geht, glaube ich, übers Menü Videolux. Und hier ist eine freigeschalten. Na dann, schauen wir uns das mal an. Happy Birthday, lieber Benjamin. Happy Birthday to you. Lass die Kerzen aus. Wollt ihr nicht wissen, was ich mir wünsche? Darfst du nicht verraten. Lass ihn in Ruhe. Kann ich kurz mit dir reden? Was? Er hat einmal im Jahr Geburtstag. Meinst du, dass er vielleicht... Er hat doch Spaß. Das stimmt überhaupt nicht. Oh doch, er... ist total abwesend, weißt du? Du singst ja nicht mal mit, du schreibst ja ein blödes... Mom, Dad! Kommt schon! Ich will, dass er einen schönen Geburtstag hat. Bitte, kannst du nicht einfach nett zu ihm sein? Gut. Vater war in seine Arbeit vertieft, wahrscheinlich in diese Arbeit hier, in der Simulation. Und die Mutter wollte nur das Gute für ihn. Okay, aber hatten wir nicht in der letzten Folge herausgefunden, dass der junge Benjamin auch gedacht hat, seine Mutter mag ihn nicht sehr? Weil die Musik war ja wichtiger als der Junge. Okay, schauen wir mal, wo das noch hinführt. So, was haben wir hier liegen? Ein ÖPNV-Ticket. Und Telefonnummern. Amy Hayes, Elmer, Brandon, James, Elizabeth, Robert, Sandra. Wahrscheinlich ein paar Verwandte und Freunde der Familie. Eine Nachricht, die haben wir schon abgehört, ne? Okay, kommen wir jetzt hier rein zufällig. Schick. Da gehen wir gleich rein. Ich würde sagen, gucken, was wir noch hier. Ach stimmt, die haben das ja in dieser realen Welt, ich denke nämlich, weil es ist ein Abbild der realen Welt, haben sie das ja aufgelöst. Wir hatten es ja unten beim Eingang gesehen, dass sie die Wohnung ja verkauft haben oder vermietet haben. Gut, ich glaube, die Kabel werden wohl nicht dazu gehört haben, aber... Okay. Wow. Der Lichtschalter fehlt, aber ich denke, das wird sozusagen jetzt die leergeräumte Wohnung sein. Das ist wohl Benjis Zimmer mit... So eine Tapete. Nein, danke. Wir gucken uns erstmal um, bevor wir zu diesem Gerät hier gehen. Ich denke mal, wir müssen die Kristalle finden. Dort liegt schon einer. Aber das machen wir gleich. Ich würde mich so erstmal gerne umgucken. Okay, raus können wir nicht. Dann gehen wir kurz noch bei Benji rein. Hallo? Boah, das ist keine schöne Tapete. Hier liegt auch nichts. Oh Gott. Nein, danke. Hier drin schlafen würde ich auf jeden Fall nicht. Doch etwas gruselig. Ja, ich mag Clowns nicht wirklich. Ich finde die sehr skurril. Muss ja auch nicht jeder Clowns mögen. Mein Schrank. Ich denke mal, wir müssen bestimmt gleich die Kristalle finden. Vielleicht brauchen wir auch nur den einen. Schauen wir mal. Gut, vielleicht fehlt wirklich nur dieser eine. Hier war sonst auch nichts weiter mehr. Okay. Plasma. 77,78 Hertz.
das gelbe Kabel, oder? Kann ich das irgendwie ablegen? Ah! Warum wollte der Otto unbedingt wissen, was er sich gewünscht hat? Sind wir jetzt wieder im Keller? Okay. So, da bin ich wieder. Da ist gerade das Spiel abgestürzt. Wir sind jetzt wieder an derselben Stelle. Kurz vor der Tür von Harmony Labs. Wollen wir mal. Oh. Hallo? Raymond, Raymond ist der Papa, oder? Okay, gucken wir mal in seinem Zimmer. Ach so, wir können nicht rein. Also ich bin nicht gruselig, hoffe ich. Nein, ich bin doch hier. Okay, wir müssen das Passwort finden. Ah. Kido, Big Science for Kids. Ich bin nicht gruselig. Also ja, hier ist so ein schwarzer Mann, aber ich bin ja hier, um dich zu beschützen. Hustensirup. Kinderzahnpflaster. Blaster. Ein U-Boot. Help. Dark is bad. Don't go. Nein, er ist nicht da. Ja, ist gut. Ich. Ach, kleiner. Warten. Einfach warten. Ich bin schon dabei, dir zu helfen. Das sieht ein bisschen defekt aus. Zimmerradio. Falsche Frequenz. Sieht nicht gut aus. Okay. Ist ein Hundefutter? Wir hatten den Kristall. Das war 77,78. Okay, das funktioniert hier nicht. So weit runter geht's gar nicht. Aber wir haben wieder einen Lichtschalter. Wo ich den betätige. Musik. Die Notenblätter. Wahrscheinlich von der Mutter. Medaille hier. Wo ich den Lichtschalter betätige, würde ich mich trotzdem erstmal noch kurz in der Wohnung weiter umschauen. Nämlich hier. Das ist wirklich nur ein Schrank. Okay. Hier kommen wir nicht rein. Und das Wohnzimmer oder Kaminzimmer vielleicht? Nein. Okay, dann. Whoop, ich drehe mich einmal kurz. Whoop. Raus können wir auch nicht. Gut, doch, wir können raus. Aber wir betätigen jetzt erstmal den Lichtschalter in der Küche. Es gefällt mir hier
bin ich. Daddy. Ah, da steht ein Kühlschrank. Benjamin! Wow. Ist da jemand? Wow. Okay. Ja, da ist einiges schiefgelaufen. Beobachtungen stören nicht nur das, was sie messen sollen, sie erzeugen es erst. Okay, multiple Perspektiven, Instabilität. Hol die Lebensmittel ab. Abendessen um 6 in die Bray. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Mein Geburtstag. Okay, wir müssen eine Frequenz finden. Institut eben den Weg für Neurowissenschaften. 22. November. 2011. Schlaftabletten. Kabel. Dad, ich bin Benji, dein Sohn. Wurstleiker. Ich kann meinen Hund nicht finden. Ich glaube, sie ist weggelaufen. Ich finde sie nicht. Stromrechnung, letzte Mal. Stromrechnung, Mano. Hörst du das weg? Was, Mom? Zeitenschneider. Bring es in Ordnung, Dad. Wie komme ich hier raus? Sag mir, was ich tun soll. Ich finde Maika nicht. Ich glaube, sie ist weggelaufen. Ich finde sie nicht. Welche Frequenz haben wir jetzt hier? Kurz unter 96. Können wir jetzt aufhören? Ich hab Angst, Dad. Ich raste hier noch total aus. Okay. Ich finde dich nicht. Ich finde Mom nicht. Ich finde niemanden. Nein, es ist nur jemand. Hilf mir, Daddy. Ich finde hier nicht mehr raus. Ja, das glaube ich auch. Das sollte, glaube ich, nicht so laufen. Super, Sudo, okay. Kaffeebecher. Koffeintabletten. Schmerzmittel. Wissenschaft ist absolut. Tech Horizon, der digitale Verstand. Nein, das ist kein Traum. Aber vielleicht. Ja, vielleicht können wir das ja bewerkstelligen. Vielleicht können wir euch aus der Simulation befreien. Eventuell. Wie Musik das Gehirn heilen kann. Leere Essensschachtel. Ah. Kannst du mich hören? Abbecher? Die Atome oder die Elementarteilchen an sich sind nicht real. Sie bilden eher eine Welt der Potenziale und Möglichkeiten als eine der Dinge und Fakten. Virtuelle Realitäten. Welten innerhalb von Welten. Noch eine Mahnung? Ich glaube, wir sitzen fest, oder? Was haben wir noch? Chef, wie komme ich hier raus? Klimatik. Bitte, Dad.
Sehr viele Kaffeebecher. Das Universum ist eine Symphonie von Strings. Das Maß der Musik. Ja, wir brauchen die Frequenz. Ihr müsst mich nicht immer wieder darauf hinweisen. So, hier noch und dann gehen wir wieder in die Küche. Warum Bilder uns helfen, Kontakt aufzunehmen? Ich mach das für uns. Stirb, mein Schatz, stirb. Anonym. Benjamin! Doch so. Warum antwortest du nicht? Bist du bei Benji? Ist das das Lied, was die Mama geschrieben hat? Kannst du mich hören? Okay. Da ist was drin. Okay. Küche, die Frequenz haben wir ja gefunden. Kurz unter 46. Und schauen wir mal, ob wir die auch in dieser Realität einstellen können. Na, jetzt. Kannst du mich hören? Dad! Daddy! Bist du das? Dad, ich hab Angst! Hier ist irgendwas bei mir! Bleib ruhig, Ben. Hör mir zu. Triff mich bei der Garage. Dad! Es kommt! Geh zur Garage, Ben. Komm da sofort raus! Dad! Ben, kannst du mich hören? Benjamin! Nein, nein.